Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute kommt ein Video raus, worauf einige von euch schon gewartet haben. Und zwar gibt es jetzt mal ein Review zu den Do-Nails-Nägeln. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich noch mal ein Video abdrehen werde, wie ich die Nägel abmache. Da ich jetzt für mich aber eine andere Variante gefunden habe, wie ich die Nägel abmache, sind schon einige ab und das würde sich jetzt nicht mehr lohnen, euch das alles zu zeigen, wie man die Nägel eigentlich abmacht. Ich werde aber später gleich nochmal was dazu sagen, wie man die Nägel abmacht, wo ihr sehen könnt, wie man das macht und was meine neue Variante ist. Erstmal ein Fazit zu den Nägeln. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie man die Nägel aufträgt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das Video einmal hier. Da könnt ihr dann vorbeischauen, bevor ihr das Video guckt, weil ich glaube, in der anderen Reihenfolge ist es besser. Für die, die das andere Video schon gesehen haben, fangen wir einfach gleich an. Erst im Großen und Ganzen bin ich wirklich super, super begeistert von Do-Nails. Beim ersten Mal hat es nicht so gut geklappt, aber die anderen Male sind meine Nägel wirklich super, super schön geworden. Ich hatte euch ja auf Instagram auch schon gezeigt, dass ich die Nägel ja schon mal neu gemacht habe und wie sie da geworden sind. Ich bin wirklich ein großer Fan davon. Ich erzähle hier keinen Quatsch. Bei mir halten die, sage ich mal, 2 Wochen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich sehr ungeduldig bin. Also wenn ein kleiner Riss drin ist, eine kleine Delle, stört mich das schon. Und da ich wirklich den ganzen Tag Hände wasche, Hände desinfiziere und auch noch tollpatschig dazu bin, passiert es halt mal, dass eine Delle oder ein Riss drin ist. Aber wenn wir schon mal bei Händewaschen und Hände desinfizieren sind, das ist wirklich kein Problem. Ich bin wirklich Händewaschen und Hände desinfizieren süchtig, kann man fast sagen. Und es passiert gar nichts. Die Nägel macht es nichts aus. Also sie sind wirklich perfekt dafür. Ich denke mal, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen Bürojob hat oder irgendwas und nicht so viel mit den Händen arbeitet und ständig irgendwo gegenkommt, dann halten die auch noch länger. Bei mir hat sich das jetzt so eingependelt, dass sie 2 Wochen halten, aber damit bin ich mehr als zufrieden. Weil ich wirklich, wenn ich Nagellack trage, ist nach 2 Tagen, muss ich die schon wieder neu machen, weil mir das nicht gefällt. Und hier habe ich wirklich 2 Wochen Ruhe und sie sehen einfach immer schön aus. Ich muss mir keine Gedanken machen. Und mittlerweile dauert es, die neu zu machen, auch nur noch eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und ich bin mit allen 10 Fingern durch, weil man einfach so eine Routine hat. Was soll ich dazu sagen zum Preis? Ich finde, 90 € sind gerechtfertigt für das Starter-Kit. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsstet jeden Monat zum Nagelstudio gehen. Ich war eine Zeit lang in einem Nagelstudio, da habe ich 50 € pro Monat bezahlt. Also da merkt ihr, für mich lohnt es sich. Ich muss nirgendwo hingehen. Ich kann die Nägel so machen, wie ich sie will. Und ich habe einmal für 90 € so ein Starter-Kit gekauft und diese ganzen Puder halten wirklich super lange. Und falls man mal eine neue Farbe will, kann man sich ja auch einzeln neue Farben dazu kaufen. Also für mich lohnt sich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Fazit ist, ich kann es euch wirklich empfehlen, es auszuprobieren. Klar, jeder Mensch ist anders. Kann sein, dass es mir super gefällt und dem anderen nicht. Aber es ist wirklich einfach. Man braucht zwar Übung, aber es ist einfach aufzutragen. Es ist, wie ich euch gleich zeige, auch einfach abzumachen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Also ist wirklich top. Auf der Do-Nails-Seite könnt ihr auch nochmal alles sehen. Da ist nochmal eine Anleitung, wie man die abmacht, wie man die ranmacht. Die ganzen Starter-Kits, die Puder. Also ich habe euch mal einen Link unten in die Infobox gepackt. Mit diesem Link kommt ihr direkt auf die Do-Nails-Seite. Und falls ihr da fündig geworden seid und noch was kaufen wollt, dann könnt ihr mit meinem Rabattcode Lieblingsnägel10 10% auf euren gesamten Einkauf sparen. Also es lohnt sich, schaut vorbei. Link dazu ist unten in der Bio. Mein Rabattcode steht auch nochmal unten drin. Und falls euch was interessiert, dann kauft was, weil ich finde, dass es wirklich eine sehr schöne Art ist, seine Nägel zu machen. Und für mich sind jetzt solche Nagelfolien überhaupt nichts. Ich habe gehört, dass viele mit Nagelfolien sehr, sehr zufrieden sind, aber für mich ist es halt nichts. Muss jeder für sich selber wissen. Ich habe alles ausprobiert und das ist jetzt mein Lieblingsprodukt geworden einfach. Und ja, das werde ich jetzt immer machen. Ne? Ich freue mich schon wieder, mir die neuen Nägel zu machen mit neuen Farben. Jetzt kommen wir mal zu meinen Nägeln. Wie ihr seht, sind manche schon ab. Ich habe mir auch gestern noch schön... es fokussiert nicht. Ich habe mir gestern auch noch schön einen Fingernagel eingerissen, wo das schon ab war. Auf jeden Fall rede ich mal darüber, warum meine Fingernägel schon ab sind. Normalerweise ist es ja so, dass man nach 2, 3, 3,5 Wochen sich die Nägel so abmachen muss, dass man ein
mit Aceton, Nagellack, vollgesogenes Wattepad auf den Fingernagel auftragen muss, raufpacken muss und mit Alufolie umbinden muss und da muss man 20 Minuten warten. Wenn das gemacht ist, dann muss man erstmal mit diesem Nagelhaut-Zurückmacher, der auch in dem Starterkit drin ist, alles ein bisschen abmachen und dann muss man den ganzen Vorgang nochmal, ich glaube für 10 Minuten, nochmal wiederholen und dann ist alles ab und es geht perfekt. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, hat auch wirklich alles super geklappt. Dazu, also ich habe das mit dieser Variante ausprobiert, man kann bei Dunails auch ein Remover-Kit sich bestellen. Das ist dann nicht, da sind dann schon fertig gepackte Tütchen, wo man seinen Finger reinsteckt, dass man nicht so mit Nagellackentferner und Wattepads herumhantieren muss. Da macht man einfach seinen Finger rein, hat noch 10 so eine Klammern dabei, dass man das festhalten kann und das vielleicht einfacher abmachen kann. Aber wie gesagt, dazu findet ihr auch nochmal eine komplett ausführliche Anleitung auf Dunails. Ich habe aber, oder eigentlich hat meine Mama das entdeckt, dass es eine andere Variante gibt, seine Nägel einfacher abzumachen. Für mich einfacher, weil ich sehr, sehr ungeduldig bin und da bin ich vielleicht in 10 Minuten mit einem fertig. Und zwar ist es so, die Nägel halten wirklich bombenfest, ja. Aber es ist trotzdem möglich, dass wenn man unter wenn man hier so runter geht, zum Beispiel, also hier, ein bisschen Luft runterlässt und es löst, dann löst sich einfach der ganze Nagel ab, ohne dass man Nagellackentferner benutzen musste und ohne dass der Nagel darunter kaputt ist. Ich versuche es mal ganz kurz euch zu zeigen. So, jetzt ist hier ein Stückchen ab. Ihr seht, ich habe jetzt hier den ganzen Nagel, also Nagellack, ihr versteht schon, ich habe einfach alles runterbekommen und die Nägel sind danach einfach glatt, unbeschädigt, ohne Kratzer, ohne Risse, es tut nicht weh. Also ich habe halt so eine neue Variante für mich gefunden, dass ich einfach nicht diese ganze Nagellack-Sache machen muss und danach kann ich einfach gleich wieder neu machen. Ich lasse die dann immer so einen Tag oder eine Nacht in Ruhe, bis ich wieder das neu mache. Aber das ist für mich einfach eine einfachere Variante, sie abzumachen und ich bin einfach schneller damit. Ich kann euch nicht sagen, ob es wirklich gut für die Nägel ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gut ist für die Nägel. Da sie wirklich ganz glatt darunter sind, nicht angegriffen sind und da es nicht weh tut. Und wenn man will, kann man nochmal mit einem Nagellackentferner mit so einem Pad rübergehen, dass alles wirklich entfernt ist. Aber ja, das ist jetzt einfach für mich die einfachere Variante. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das nicht machen, dann könnt ihr das auch einfach so machen mit Nagellackentferner und einem Wattepad und Alufolie. Und ja, ich habe halt für mich jetzt diese Variante so rausgefunden. Das war jetzt ein kurzes, knappes Review dazu. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, obwohl ich euch jetzt nicht gezeigt habe, wie genau ich die abmache. Also mit, ja, dass ich halt jetzt eine andere Variante gefunden habe, sie abzumachen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich kann euch die Dunails empfehlen. Vor allem kann ich euch empfehlen, schaut einfach erstmal auf der Seite vorbei. Und falls ihr euch das Dunails-Kit bestellt, gebt nicht sofort nach dem ersten Mal auf. Als ich das erste Mal gemacht habe, dachte ich auch, oh, das wird nichts. Aber mittlerweile bin ich einfach so im Rhythmus drin, dass die Nägel super werden. Sie werden nicht zu dick und sie sind einfach nur schön. Also gib dem Kit sozusagen eine Chance, wenn es ankommt und beim ersten Mal nicht funktioniert. Ja, das war's jetzt. Denkt daran, ich habe auch einen Rabattcode. Link ist in der Bio. Und ich würde sagen, das war's jetzt schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr von mir nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!